Hallo, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal wieder. Heute spielen wir mal ein bisschen Empyrean Galactic Survival. Und mit dabei ist wieder, hier ist er, wer? Ah, Skeletor! So, ja, wir fangen ganz von vorne an. Ja, wie immer. Ja. Ach so, Helm ab brauchen wir nicht mehr. Zum sechsten Mal. Nimm deine Mütze ab. Ja, zum sechsten Mal. Wir haben schon mal ein bisschen gebaut, große Schlachtschiffe, aber irgendwie ist immer was schiefgelaufen. Aber jetzt wissen wir mehr und jetzt haben wir wieder mehr vor. Wir sind schon alte Hasen, also ich habe jetzt schon 109 Stunden auf dem Spiel. Ja, aber. Ich weiß nicht, 80 oder so, glaube ich. Du hast die Hälfte schon rausgenommen, ja, oder? Ja, von Munition die Hälfte, dann in eine Verdampferladung hier, zwei Notverpflegung. Ja, das Wasser kann ja drinnen bleiben, das brauchen wir nachher. Das brauchen wir nachher. Wir müssen erstmal irgendwie hier, da ist Silizium, sehe ich gerade. Wir müssen ja erstmal irgendwie ein bisschen Ressourcen finden hier. Du gehst raus. Da ist gleich ein Turm. Ah, das zeigt er jetzt auch an. Hab entdeckt. Alien Turm V2. Echt? Mit einer V2, siehst du, jetzt geht's los. Was? Mit einer V2? V2 steht. Hier geht's ab. Böse Falle. Sauerstoff. Sag mal, den Sauerstoffgenerator, den brauchen wir doch jetzt erstmal. Jetzt noch gar nicht, nein. Wollte ich gerade sagen, den brauchen wir doch noch gar nicht reinzubauen. Außer du willst irgendwo im Wasser planschen gehen oder so. Hab ich keinen Bock drauf. So. Was ist denn? Achso, hier die ganzen Materialien. Scheiße, hier ist nirgends weit und breit was. Ja, super, das geht ja schon wieder gut los hier. So, den Chor hau ich hier noch mit rein. Kraftstoffzellen. Nein! Ob die, ja, das habe ich ja noch gar nicht gesehen jetzt hier mit die. Turm V2 und sowas, das war doch früher alles, glaube ich, gar nicht. Nee, war es auch nicht. Du hast ja am Anfang hast du die 2 eingegeben, also das ist eine andere Welt generiert. Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Ja, sonst hat man kann ja jetzt einen Seed eingeben und ich höre mich ein bisschen bei dir doppelt wieder. Wie immer. Nee, ja, normalerweise ist 0 normal und da habe ich mal einfach die 2 eingegeben und mal sehen, was hier rauskommt. Ey, das kann doch nicht sein. Ich latsche hier Kilometer weit und es ist nichts. Es wird alles vorne beim Turm wieder sein. Lagerstätte Silizium, Größe 8. Ja. Ja, schön, aber Silizium brauchen wir nicht, wir brauchen Eisen. Ja. Warum funktioniert dieser... Warum geht der schon wieder nicht? Was denn? Hast du Energie drin? Nein. Ja klar. Ja. So, ich müsste das Ding erstmal anschalten. Holzkopf. So. Was ist denn das? Das Raumschiff fliegt. Warum? Aber lass es mal. Weil er schwebt! Nicht, bitte nicht wieder ins Weltraum lassen. Nein! Aber es schwebt hier! Hä? Jetzt bin ich eingestiegen, jetzt ist es runtergegangen. Ey, was ist denn das? Guck dir das an hier! Ich bin ja unterwegs, ich sehe das nicht. Ach so. Das Elend wieder. Ja, man muss dazu sagen, dass der gute Skeletto schon mal Freude dran hatte, eins in Weltraum zu fliegen lassen ohne uns. Nein, der ist nicht im Weltraum geflogen, der ist eine Atmosphäre. Ja. Weil die Atmosphäre geringer war als auf den Startplaneten und das hatten wir nicht mit berechnet. Ja, die Erdanziehung, ja. Alter, was ist denn das hier für ein Raumschiff, ey? Nein, anmachen. Wie war das? Mit P, ja? Ganze, die einzelnen Dinger, ja. Aus. Fahrwerk aus. Vorbrauchen. Sauerstoffstation kann doch auch aus. Brauchen wir noch ähnlich. Ne.
Das Doofe ist hier, dass das. Das Ding geht trotzdem hoch. Na, hast du die Düsen alle ausgeschalten? Ja, ich habe sogar die Landendings ausgeschaltet. Hm. Was ist denn mal das für ein Quatsch, ey? Aber er bleibt wenigstens stehen. Also ich, so wie ich mich reinsetze, geht er wieder runter und. Also höher fliegt er nicht, ja. Keine Ahnung, was mit dem Ding wieder los ist. Ja, du musst dazu sagen, es ist eine Pre-Alpha. Ja. Also es ist noch nicht mal eine richtige Alpha-Version. Aber schon schön entwickelt. Was ist denn das da hinten? Das ist so weit, das kann ich nicht erkennen. Du denn, Alter? Unterwegs? Ich latsch mir hier die Hacken und es. Also, ich kriege nichts hier, weißt du? Findest nichts? Nö. Vielleicht die falsche Richtung gegangen. Hättest du auch Richtung Turm gehen müssen. Ja. Na, da wo ich sterben soll, oder was? Geben das ein, nimm mir das meiste, weißt du noch. Nein, Schatz. Warte mal, wo ist denn der Turm da? Da hinten auf dem Berg ist wo irgendwas. Ich weiß nicht was. Für komischer Baum. Zweihundert Startplatten. Ja. Was meinst du? Basis? Ja, wo? Weiß ich nicht. Unten am Wasser? Nein. Nee, langweilig. Naja, da musst du aber immer, wenn du Wasser hier das. Ja, das ist doch egal. Wann brauchst du denn schon mal Sauerstoff? Ach so, du meinst jetzt wegen die Beete, naja. Das, ja, diese Flaschen und das Essen und alles. Du brauchst immer Wasser, denn. Oder man muss halt dann das laufen lassen und dann muss man eine ganze Ladung eben mal holen oder so. Ja. Oder man hat ja dann irgendwann auch. Kannst ja auch einen kleinen Gleiter hier bauen, hier, ja. Den. Kleinen Frachter. Frachtfahrzeug, Schubkarre. Schubkarre mit einem Geschützturm oben drauf. Was du dazu sagen musst, das ist sehr, sehr geil gemacht, Junge. Ja. Aber ich hoffe, das seht ihr dann irgendwann mal in einer späteren Folge. Jetzt ist es wieder runtergekommen. Ey, was ist denn Mann hier los? Das ist ein Schiff. Was wollte ich denn jetzt? Scheiße, weg. Energiezellen, wichtig. Ja. Ja, ey, wir müssen hier irgendwas einfallen. Wir brauchen irgendwo Promethium. Hier ist ja nix. Das wird alles da hinten Richtung sein, wo der scheiß Turm ist. Ja, dann heißt es keine Basis bauen, sondern Waffen. Gleich so ein. Nee, hier so ein Gleiter. Meinst du? Der Turm ist doch gleich hier. Und da hinten ist noch einer, sehe ich im Dunkeln. Da ganz weit. Waffen, was willst du hier für Waffen bauen? Du hast hier nicht viel. Na, die Maschinengewehre. Naja, das reicht doch für das scheiß Ding da, oder? Und was brauche ich denn da? Metallkomponenten und Elektronik, eins. Ich glaube, das hatten wir schon mal gemacht. Also wo der Anfangsplanet immer noch dieses, der Omikron war. Also ich hoffe, hier kommt keine Drohne jetzt an die Schüsse, wenn ich hier rumwackel in der Nähe von dem Ding. Na wieso, du hast doch deine Pistole. Na, damit Wieso? Die Pistole macht genauso viel Schaden als das Sturmgewehr. Hast aber immer nur 10 Schuss und bist nur am Nachladen. Ja. Das ist Horst hier, darf ich mal vorstellen, das ist Horst. Ach so! Nein, hier das komische, die Saurier, die ersten, die es hier gab, weißt du? Jetzt gibt's ja noch so eine anderen hier, so wie ich hier, Stego oder wie sie hier sind hier, keine Ahnung. Stegosaurus. Stegosaurus. Sag mal, gibt's hier irgendwas auf diesem Kackplaneten? Darfst du nicht sagen. Ach so. Diesen Planeten. So, also, wir brauchen ja Metallstücke, brauchen wir. Ich glaube, du brauchst für so ein Ding da ungefähr ein Magazin für so ein Geschütz. Oder anderthalb, ich weiß es nicht mehr. Auch kein Geschütz. Na, der von dem Turm hier. Oh, weil wir kommen ja hier. Da brauchst du zwei Magazine. Pro, das haben wir doch schon ausprobiert. Pro Geschütz.
pro Geschütz brauchst du zwar ungefähr 2 Magazine. Kommt drauf an, wie weit du rankommst und wie gut du zielen kannst. Sagen wir mal so. Es wird dunkel. Überm Turm schwebt eine Drohne. Ja, super. Sehe ich gerade. Das geht ja schon wieder super los hier. Vor allen Dingen, wir kennen ja gar nicht so viel Munition, da brauchst du, glaube ich, die Energiezellen, ne? Du bist schon wieder beim Lasergewehr. Brauchtest du nicht? Ach nee, du brauchst Metalldinger hier und Magnesium. Du brauchst für Metallkomponenten. Nee, Metallstücke. Nein, für die Gewehre brauche ich 5 Metallkomponenten und eine Elektronik. Meine wegen Munition. Diese komischen Sonnenblumen hier, kommen die schon in der ersten Nacht? Nee, nein, ne? Die kommen in der zweiten Nacht. Da, wo sich Hirnsturz, schöne Grüße übrigens, ja. Wo sich Hirnsturz so schön erschrocken hat und Jackie. Ich fand die Folge so geil, ey. Ja, die habe ich noch ja nicht, ich habe die erste Staffel geguckt da noch. Nee, aber... Oh Mann, das dauert so lange mit den kleinen Jetzt schwebt um. Ey, was ist denn jetzt? Jetzt bin ich unterm Raumschiff festgebackt. Was geht denn jetzt ab? Wie, kommst du nicht mehr raus da oder was? Nö. Warte. Komm nicht mehr raus? Das ist mit einmal hochgegangen und über mir. Das ist vom Alien V2-Turm fernsteuert, um dich zu ärgern. Das glaube ich wohl halt. Aber warte mal, ich hab doch meinen Verdampfer. Was willst du machen? Dich runterbuddeln oder was? Nee, ja klar. Ich bin ja gleich da. So. Aha, da geht's raus. Lass mich raus hier. Weg. Das Ding fährt nicht hoch, nur so nebenbei. Boah, ich bin draußen. Ach, geht ja nicht. Du kannst ja nicht hoch mit der Schüssel hier. Stimmt ja. Hier geht ja noch nichts. Nee, deswegen habe ich auch ein Loch im Mund. Ich war schon mit Fühler völlig verwirrt hier. Nee, der ist hochgestiegen und über mir und ist dann wieder runter, weil ich war ja gerade an den Crafter dran. Ja. Ja, ich kann es leider nicht aufnehmen. Weil mein Computer noch zu schwach ist dafür. Kann man ja raufstellen hier ein bisschen. Ey, das kann es doch wohl nicht sein. So 10 Elektronik müsste ja erstmal reichen für 2 Sturmgewehre. Ja. Ja, reicht doch. Reicht schon eine. Ach, ich meine, wir müssen ja. Ach so, so ein Abbau-Ding haben wir ja auch nicht, scheiße. Weil dann können wir wenigstens, dass wir von einer Seite rankommen und dann kann man. Hatte ich ja oben auf dem, was war das, Eisplaneten? Habe ich die ja dann schnell abgebaut mit diesem Repair-Turm. Ach, du meinst, nee, warte mal, na klar kann ich den bauen. Und ich kann ein Entfernen- und Reparaturwerkzeug kann ich bauen, ja. Da siehst du, und in Magazin. Aber dazu da brauche ich Kabel für, also muss ich noch Kabel bauen. Hier, bauen nochmal 10 Kabel. Oh Gott. Ich würde gerne mal so eine Arbeitsleuchte bauen. Brauchst du die jetzt schon? Was brauchst du denn dafür? Nee, da brauchst du nicht viel. Du brauchst ein Glasfaserkabel und... Was brauchst du? Ach, Metallkomponenten 2 Stück und ein Glaskabel. Kabel. Nein, Glasplatte. Platte. Ja, die Kabel gehen noch schnell und die Glasplatten gehen auch schnell. Reicht aber erstmal ein Reparaturkit, oder? Ja, das ist ja. Wie in Magazinminze. Ja. Hast du jetzt nach der Zeit geguckt? Ich nicht. Ja. Gut. Wenn nicht, musst du schneiden. Ich glaube schon, dass das 3-4 Folgen werden. Heute.
Ja. Ja, also weiter links ist auch noch irgendwas. Turm oder ich weiß es nicht, ich sehe bloß was leuchten. Also eine Leuchte kann ich schon mal bauen. Das werde ich jetzt auch machen. Ein Arbeitslicht, damit wenigstens hier am Raumschiff ein bisschen Licht ist. Natürlich, damit in der zweiten Nacht die ollen komischen Sonnenblumen auch wissen, wo sie hin müssen wieder. Naja, klar. Kommen doch sowieso immer zu dir. So, und dann werde ich erstmal, den Entfernen und Reparaturkit werde ich dann bauen. Dann werde ich einmal reicht ja, ne? Ladung. Kommen ja drei Stück, glaube ich, raus. Ja. Ja, der hebt sich schon wieder. Ich muss mal die sexy Schwarzhaare hier ein bisschen filmen. Was willst du? Hau ab! Zeig deinen Busen! Ja, ja. Alter. Geh weg! So, warte mal, ich hab mal einsetzen hier, kann man sich ein bisschen umgucken. Nein. Müssen wir ja mal ein bisschen höher machen hier, oder? Ich werde das Raumschiff jetzt einbauen. Ja, das geht aber auch wieder hoch. Ja. Wie sieht's aus jetzt hier mit Technik hier für den Strom? Ja, die Energiezellen sind schon wieder alle. Warum das? Hast du noch, kannst du noch welche machen? Ich hab schon 19 Stück sind noch drin. Gut. Aber warum sind die so schnell alle? Sonst waren die auch nicht so schnell alle. Was ist, ich wollte ja nochmal hier ausschalten wieder. Ich war ja. Nee, so. Würdest du jetzt das mal bitte anmachen, sonst kriegen wir nie unsere Waffen. Was soll ich anmachen? Ach nee, warte. Sauerstoff aus. Sauerstofftank aus. Schubdüse gepanzert aus. Treibstofftank muss anbleiben. Sauerstoff. Kannst du normalerweise kannst du die gleich ausbauen. Was? Schubdüse. Ja, später. Fahrwerk. Vielleicht weil das Fahrwerk ausgeschalten hat, dass das. Ach nee, jetzt war es ja nicht aus. Ja, ich hab's ausgemacht, ja. Ja, aber ich war ja dann hier drinnen schon. So, warte mal. So, und dann baue ich. Also ich hab jetzt aus. Weiß man nicht, ob das reicht, aber werden wir sehen. So, einmal Licht bitte. Jawohl. So sieht ja die Welt schon ziemlich freundlich aus. Guck mal, wie das Raumschiff schon wieder steht, ey. Was hast du gemacht hier nur? Nischt. Na klar! Ach, da unten, guck mal, was Waffen, da unten ja. Drin ist. Ja, gut. Ach, das dauert ja alles wieder. Ja. Gewehre, weiß ich nicht, warum die so lange dauern. Was? Oh, was nützt dir das Gewehr, wenn du keine Munition hast, ne? Ja. Ja. Ich habe zwar. Kannst ja nicht mal in Tod schlagen damit. Den Turm meinst du, ja? 531 Meter. Ja, Meter. Ja, 520 sind für mich. Also Silizium ist ja schon mal da, also. Ja, ja. Und wenn du denn guckst, da ist. Ich weiß ja nicht, wie weit du gucken kannst. Wenn du jetzt. Das siehst du ja hier von hier aus. Jetpack anmachen. Links neben dem Turm ist ja ein Berg. Auf dem Berg ist auch was oder was? Nee, links, wo der Berg runter geht, wo das dann flach wird, alles da ist, siehst du da hin sowas leuchten? Ja, da unten wirst du es nicht sehen. Muss hier hochkommen, ja. Ja. Da ist das auch irgendwas. Das wird auch ein Turm sein. Turm oder Station? Ich weiß es nicht. Weil, wo ich, wie gesagt, wo ich das mal ausprobiert hatte mit diesem Seed und da hatte ich eins eingegeben und da ist bei mir, wo ich gestrandet bin mit meinem Raumschiff, da ist ringsrum alles voll mit so eine Türme und auch eine richtige Basis sah so aus, aber ich habe ja dann, habe ich irgendwas falsch gecraftet und dann hatte ich keine Ressourcen mehr und stand ich da. Ja, aber das hier nichts ist, das wundert mich auch. Na, das wird schon, wir haben bloß eine Kackecke wahrscheinlich.
Ja, dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir die Materialien zusammenkriegen. Deswegen will ich ja in den Turm. Naja, meine ich doch. Dass wir hier noch ein paar Düsen an das Ding, den RC-Dings da hier reinbauen. Genau. Dass wir dann erstmal abhauen hier. Ja. Naja, dann brauchen wir noch ein Cockpit, zweites. Ach so, auch noch. Ja. Was ist jetzt los hier? Weiß ich nicht, musst du gucken. Der müsste jetzt hast normalerweise. Hast du deine Knarre schon? Ich hab meine Knarre schon, ja. Deine müsste jetzt auch fertig Schuss sein. Schuss sind schon fertig. Ich mal gleich mal rausgeklaut. Ja, ja, wie immer. Du musst wenigstens eine Seite, also zwei Geschütze und das Geschütz oben, also insgesamt drei Geschütze musst du wenigstens wegmachen, damit ja. du in den Turm reinkommst. Und die Drohne von der Seite. Ich weiß ja nicht, Drohne, wie, ja. Ja, ja, also vorhin, wo ich da vorne war, da habe ich eben irgendwas oben drüber bewegen sehen. Sehe ich das von hier aus? Ja, ja, die schwirrt, die siehst du von hier aus. Schwirrt oben rum. Böse. Aber die ist das kleinste Problem. Kannst du auch die Pistolenmunition nehmen für die Drohne? Ja, mir doch mal, ey. Aber ich denke, wir können eigentlich die Folge hier beenden. Ist eh bald Zeit. Und dann beim Sturm auf die Bastei da. Auf die Bastei. Oh, wie sind wir wieder für euch da. Und dann sagen wir jetzt Tschüssi und Daumen hoch, wäre cool. Abo hoch. Dann sagen wir Ciao, ciao. Jo, ciao, ciao.